Klaus Wowereit belegt auf der Liste der beliebtesten Politiker Berlins den letzten Platz und ist damit unbeliebter als warmes Bier und Löcher in den Socken. Aber hat er diesen Ruf eigentlich zu Recht? Wir haben auf den Straßen mal nachgefragt. Kennst du Klaus Wowereit? Klaus Wowereit? Was ist das, Klaus Wowereit? Das Thema lautet Klaus Wowereit. Ach du Schande. Oh nee, damit lassen Sie mich zufrieden. Versager. Er ist der unbeliebteste Politiker, überrascht dich das? Nö. Warum nicht? Flughafen. Ja, Flughafen zum Beispiel. Flughafen halt, ne, dass da viel schief läuft. Zum Beispiel der Flughafen, ich meine, da hat er sich ja nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, oder? Gut, er trägt halt auch so ein bisschen die ganze Last von dem Flughafenprojekt. Naja, er hat das in den Sand gesetzt mit dem Flughafen, also er ist ja mit dem Vorstand und er bemüht sich auch irgendwie nicht so. Er sitzt die Sache irgendwie aus. Nee, er ist wohl ein bisschen selbstsüchtig auch und bespiegelt sich selber. Und das lieben ja die Leute nicht so sehr. Gibt es denn irgendetwas Gutes, etwas Positives, etwas Schönes, was dir im Zusammenhang mit Klaus Wowereit einfällt? Nicht wirklich, nee. Jetzt in der Zeit, wie er jetzt sich verhält, eigentlich nicht. Tut mir leid. Es ist schwer. Ja, spontan nicht. Es gibt sicherlich Schlimmere. Also mir fallen jetzt zwar keine ein, aber es geht immer schlimmer. Also, wenn er mal nicht da sein sollte irgendwann, dann wird man bestimmt sagen, ja, vielleicht war er gar nicht so schlecht. Also ich weiß es nicht. Mal schauen, was es so gibt.